Hey Freunde, damit herzlich willkommen zurück bei eurem Tjulfa und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Mensch, seid doch mal ruhig, ich bin hier gerade die Leute am Begrüßen, Mann. Okay, wie gesagt, am Ende von der letzten Folge habe ich ja bereits erwähnt, dass wir hier in der Stadt erstmal quasi uns, ich sage mal, etablieren müssen. Wir wollen ja hier oben in die Oberstadt, um uns vom Paladin das Auge in uns zu besorgen. Dafür müssen wir erstmal einen Beruf erlernen, weil wir müssen uns der Miliz anschließen und so weiter und so fort. Das können wir nicht, solange wir nicht vollwertige Bürger dieser Stadt sind. Deswegen quatschen wir erstmal mit dem Harad. Warte mal. Denn der Harad, bei dem suchen wir jetzt Arbeit. Weil Schmied ist geil. Ich suche Arbeit. Ich könnte einen neuen Lehrling gebrauchen. Brian wird seine Lehre bald beendet haben und dann will er die Stadt verlassen. Taugst du denn was? Wenn du meinst, natürlich, ob ich schmieden kann. Nein. Meine ich nicht. Über kurz oder lang werden die Orks die Stadt belagern. Und dann zählen hier nur die Männer, die auch in der Lage sind, unsere Stadt zu verteidigen. Und ich werde niemanden als Lehrling annehmen, der mir die Schande macht, mit den Frauen und Taugenichtsen aus der Stadt zu fliehen, statt hier mit den Männern die Stellung zu halten. Das würden wir natürlich nie tun, weil wir sind kein Taugenichts. Ich bin kein Taugenichts. Das sind große Worte. Kannst du sie auch durch große Taten beweisen? Wie meinst du das? Bring mir die Waffe eines Orks. In der Nähe der Stadt sind Orks gesehen worden. Mit ein bisschen Glück musst du noch nicht mal lange suchen. Wenn es dir gelingt, einen von ihnen zur Strecke zu bringen, werde ich dich als Lehrling aufnehmen. Vorausgesetzt, die anderen Meister stimmen zu. Tja, natürlich. Kein Problem. Vorher müssen wir natürlich noch auch mit den anderen Meistern reden, für die müssen wir nämlich auch noch ein paar kleine Quests erledigen, weil nur alleine die Waffe vom Ork zu besorgen, ist nicht alles, was wir machen müssen, ja. Wir müssen dann nämlich noch, weil es gibt glaube ich 4 oder 5 Meister hier insgesamt in ganz Kuhines. Hey du, warte mal. Moment mal. Du kommst mir bekannt vor. Was willst du? Irgendwo habe ich dein Gesicht schon einmal gesehen. Ah, richtig. Hier. Dieses Bild haben wir bei ein paar Banditen gefunden, die wir vor einigen Tagen aufgegriffen haben. Das sieht dir ziemlich ähnlich. Anscheinend haben die Kerle dich gesucht. Ja, das kann ja nicht sein. Das muss eine Verwechslung sein. Nein, das muss eine Verwechslung sein. Bei mir ist alles in Ordnung. Ganz wie du willst, Fremder. Aber falls das doch deine Visage ist und falls du Probleme hast, dann lass sie außerhalb der Stadt. Wir haben hier schon genug Schwierigkeiten. Und Fremde, die Ärger in die Stadt bringen, bleiben nicht lange in der Stadt. Ich hoffe, das war deutlich. Immer mit der Ruhe, Pablo. Wir wollen keinen Ärger, ist alles cool. Und wie gesagt, es gibt 4 oder 5 Meister hier in der Unterstadt und wir müssen, glaube ich, insgesamt die Zustimmung von allen bis auf einen haben, bevor wir bei einem anderen Meister die Lehre anfangen können. So, ich gucke jetzt erstmal wegen der Orkwaffe. Das ist nämlich eigentlich relativ einfach, sich die zu besorgen. Klingt vielleicht nicht ganz so einfach, ist es aber im Grunde genommen. So, hier drüben haben wir erstmal den Kanta. Den kennt er ja bestimmt noch. Der hat uns den Pass besorgt. Der will jetzt erstmal mit uns reden. Du schuldest mir noch einen Gefallen. Es ist Zeit, diese Schuld zu begleichen. Was willst du? Ich will meinen alten Stand am Marktplatz zurück. Den hat sich Sarah unter den Nagel gerissen. Aber sie hat lange genug dort gestanden. Ich will, dass sie den Stand aufgibt. Und welche Rolle spiele ich dabei? Ich gebe dir einen Brief, den schiebst du ihr in die Tasche. Dann gehst du zu André und erzählst ihm, dass Sarah Waffen an Onar verkauft. Sie landet im Gefängnis, du kassierst das Kopfgeld und ich kriege den Stand. Du hast 2 Tage Zeit, das zu erledigen. Das Gute ist jetzt, Leute, das klingt jetzt zwar wie so ein Dick-Move, weil die Anna, die ist eigentlich okay, aber an sich ist es für uns kein Nachteil. Wir schieben ihr den Zettel zu, wir gehen zum anderen, wir kassieren Kopfgeld und so weiter und so fort. Und danach übernimmt der Kantar den Stand und da können wir dasselbe kaufen wie bei Anna. Von daher, kein Problem, Mann. Okay, ich habe offensichtlich keine andere Wahl. Du bist ein schlauer Bursche. Hier ist der Brief. Wie soll ich ihr den Brief unterschieben? Lass dir einfach ihre Ware zeigen und dabei steckst du ihr den Brief zu. Und denk dran, ich bin ein einflussreicher Mann in der Stadt, also versuche nicht, mich zu verarschen. Würde ich nie tun. Würde ich nie tun. Ich muss weiter. Von mir aus. Ich würde dir doch niemals jemanden bescheißen. So, quatsch mal mit der Anna. Die ist doch... Anna. Eigentlich ist sie ihr Stand. Ist sie hier drinne?
Ist die hier hinten? Ist die am Schmieden? Hallo? Wie läuft das Geschäft? Als die Paladine kam, dachte ich, das wäre eine gute Gelegenheit, Geschäfte zu machen. Aber sie lassen sich ihre Waffen von Harad herstellen und weder Hakon noch ich verdienen auch nur ein Goldstück an ihnen. Dazu kommt noch, dass die Nahrungsversorgung durch die Bauern ausbleibt und alles teurer geworden ist. Ja, so ist das Leben, ne? So, warte mal, zeig mir die Waren her. So, und jetzt soll ich hier einfach hier den Zettel da rein klüngeln oder was? Aber warte, ich gucke mal kurz, was hier an Waffen hat. Edles Kurzschwert, jetzt kann ich alles nicht nehmen, ne? Ich müsste eigentlich dringend mal so langsam zu einem Lehrer gehen und meine Stärkewerte erhöhen. Wäre definitiv von Vorteil. Oh, Moment, ich hau ihr mal kurz den Zettel da rein. Hier, Kantans Brief, fertig. Ende. So, mach's mal wieder gut. Jetzt gehen wir kurz hoch zu André. Lord André müsste das ja sein. Der ist hier oben im Milizgebäude. Aber wir werden uns noch hier sehr viel in der Stadt zurechtfinden, ne? Ihr werdet bald auch alles wissen, was auch ich weiß hier. So nach und nach. Wir werden noch sehr viel Spaß hier haben. Ich weiß nicht genau, wie lange das Let's Play übrigens gehen wird, Leute. Das Ding ist halt, ich werde... Also das wird jetzt ein Let's Play sein, was ausnahmsweise definitiv lange geht, weil ich auf jeden Fall so oder so Gothic 2 privat nochmal durchspielen möchte und ihr werdet das dann jetzt zwangsläufig mitkriegen. So, hier ist Lord André. Innos sei mit dir, Fremder. Was führt dich zu mir? Ich will das Kopfgeld für einen Verbrecher kassieren. Ich will das Kopfgeld für einen Verbrecher kassieren. Und zwar verkauft Sarah Waffen an Ona. Sarah verkauft Waffen an Ona. Sarah? Die Waffenhändlerin am Marktplatz? Hast du dafür Beweise? Sie hat einen Brief über Waffenlieferungen an ihn in der Tasche. Damit wird sie nicht durchkommen. Ich werde sie verhaften lassen. Erwischt. Okay, wir haben 100 Gold bekommen. Nice. Okay. Und dann will ich mich natürlich noch in den Dienst der Paladine stellen. Wir wollen ja Mitglied der Miliz werden. Wir sagen dem Lord André einfach schon mal Bescheid. Ich will mich in den Dienst der Paladine stellen. Ein ehrenwertes Anliegen. Ich habe jedoch meine Befehle, nur Bürger der Stadt bei der Miliz aufzunehmen. Mein Kommandant befürchtet, dass sich Spione oder Saboteure bei uns einschleichen könnten. Auf diese Weise will er das Risiko begrenzen. Du musst also zuerst Bürger der Stadt werden. Über den Sinn dieser Regel lässt sich sicherlich streiten, aber Befehl ist Befehl. Tja, okay. Gut. Es gibt natürlich noch einen anderen Weg, sich der Miliz anzuschließen, weil es gibt hier im Grunde genommen so einen Diebeszirkel in Korinnes. Wir könnten diesen Diebeszirkel einfach hochnehmen und würden dann auch Mitglied der Miliz werden, aber ich finde das immer ein bisschen umständlich. Und überhaupt lernen wir, wenn wir halt Bürger der Stadt werden, auch direkt einen mehr oder weniger nützlichen Beruf. Vor allem Schmied ist noch, was heißt nicht sehr wichtig, aber sehr nützlich im späteren Verlauf des Spiels. Du kannst dir selber Waffen machen. Waffen kann man auch immer sehr teuer verkaufen, falls man Gold braucht oder so. Schmied ist eigentlich das Nonplusultra in Gothic, meiner Meinung nach. Es gibt hundertprozentig gibt es Leute, die das ganz anders sehen. Aber ich habe schon immer, seit ich Gothic spiele, auch Gothic 1, ich habe immer mein Schmiedeskill hochgeboostet. Weil es ist nice. Du baust dir selber Waffen, kannst du selber benutzen. Und vor allem in Gothic 2 sind Waffen verdammt viel wert, wenn man sie verkauft. So, deswegen scheißen wir jetzt drauf, was er sonst noch hier zu sagen hat. Und wir kümmern uns jetzt einfach erstmal um das Ding mit der Ork-Waffe. Ich habe euch ja gesagt, es ist gar nicht mal so schwer, an eine Ork-Waffe ranzukommen. Denn es gibt hier außerhalb von der Stadt eine Ork-Höhle. Da ist genau ein Ork drinne. Der Ork alleine macht uns natürlich trotzdem platt. Aber wir können den einfach quasi hier vorne zum Stadttor kiten. Und dann erledigen die Wachen den. Wir nehmen die Waffe, nachdem der Ork tot ist, und dann ist alles cool. Ah, Kundschaft. Was kann ich für dich tun? So, ich brauche ein Zimmer. Ich suche ein Zimmer. Da bist du hier richtig. Was kostet eine Übernachtung? Gar nichts. Die Paladine kommen für die Unterbringung aller Reisenden auf. Ach jo. Also kann ich hier umsonst übernachten? Ja, ja. Geh einfach die Treppe hoch. Wir haben noch ein oder zwei Betten frei. Ja, klasse. Hier kannst du einfach umsonst pennen. Ja, cool. Okay. Nice. Das wusste ich. Ich dachte, man muss hier bezahlen. Voll vergessen alles. Okay, wir gehen mal hier schlafen. So, und zwar bis zum nächsten Morgen. Ist ja gerade erst dunkel geworden, dann sind wir auch gut ausgeruht. Ich will keinen Ärger. Du kannst nicht einfach in einem fremden Bett schlafen. Aber, Die hat doch gerade gesagt, hier sind Betten frei. Ist das hier frei? Bescheuert oder was? Ja, okay, das Bett hier ist frei. Das direkt bei der Treppe, merken wir uns mal. Das ist jetzt erstmal unser Bett für unbestimmte Zeit, sage ich mal. Nur damit wir uns einmal zwischendurch ausruhen können. So.
Weil wie ihr seht, ist jetzt auch unsere Lebensenergie natürlich wieder voll. So, wir speichern jetzt mal. Und jetzt holen wir uns mal eben den Ork. Es ist gar nicht mal so schwierig. Habe ich denn noch? Moment, ich habe auch noch... Ja, den Feuerball habe ich auch noch ausgerüstet. So. Und dann gucken wir jetzt mal. Denn wir haben jetzt drei Stadtwachen und auch ihn hey, hier. Hey, nicht so schnell! Alleine hier draußen herum zu spazieren ist gefährlich. Wo kommst du denn her? Aus der Stadt. Aus der Stadt. So, so. Was streifst du dann hier draußen vor der schützenden Stadtmauer herum? Weil, ich wollte spazieren gehen. Was ist hier draußen denn so gefährlich, Mann? Was ist hier draußen so gefährlich? Vieles. Da wären zum einen die Banditen. So eine lausige Figur wie dich verputzen die zum Frühstück. Wenn dich die Banditen nicht erwischen, dann besorgen das die wilden Tiere im Wald, oder? Die herumstreunenden Söldner. Also, besorg dir erstmal eine vernünftige Rüstung, bevor du rausgehst. Ich wette, dass du nach der nächsten Wegbiegung schon nach meiner Hilfe schreist. Das kann gar nicht sein. Das kann gar nicht sein. Okay, wir machen jetzt hier aber mal Ende, Leute. Wir müssen uns jetzt nicht länger als nötig mit dem Kerle unterhalten. So, Moment, hier oben haben wir jetzt direkt einen Wolf. Ich versuch's jetzt nochmal mit dem Bogen. Das hat ja letztes Mal nur so semi-geil funktioniert. So, warte mal, wir sind eigentlich voll drauf. Aber irgendwie treffen die Pfeile nicht. Warum nicht? Komm mal her, Wolf. Es funktioniert einfach nicht. Es funktioniert nicht. Es funktioniert einfach nicht. Ich habe keine Ahnung, warum es nicht funktioniert. Ich schieße auf den. Boah, das ist... Ach, das war ein großer Wolf. Ah, der macht... Ah ja, der macht mehr Schaden. Okay, okay, okay. Ja, ist alles cool. Ein Mistvieh weniger. Cool. Aber um nochmal zurück zum Thema zu kommen. Ich habe keine Ahnung, was das ist, dass bei meinem Bogen die Pfeile irgendwie nicht ankommen. Beziehungsweise die kommen an, aber machen keinen Schaden. Ich weiß nicht. Entweder, ach, jetzt labert er nochmal mit uns. Ich überspringe das mal kurz alles. So, dann gucken wir jetzt nochmal. Ich locke jetzt einfach den Wolf direkt hier runter. Und dann können die den Wolf erledigen. Ich hack vielleicht zwischendurch mal rein, dann kriege ich auch ein bisschen EXP. Aber, okay, da kommt er schon. Warte, hat das schon gereicht? Ist er jetzt schon hinter mir? Nee, wurde noch nicht gebaitet. Okay, Moment. Neuer Versuch. Ich nehme lieber die Waffe raus. Dann kann ich zur Not reinlunzen. Okay, jetzt kommt er. Wir müssen jetzt natürlich aufpassen, weil der Wolf ist definitiv schneller als wir. So, jetzt müssen wir hier nämlich ein bisschen dodgen. Das war eben das Problem, dass er uns gekillt hat. Ah! Na komm, mach den platt! Mach den... Was? Tja, das ist halt wirklich alles nicht so einfach. Es kann auch sein, dass ich so wenig Schaden mit dem Bogen mache. Ah nee, ich mache ja gar keinen Schaden mit dem Bogen. Das kann ja nicht sein. Ist merkwürdig, Freunde. Definitiv merkwürdig. Ich habe jetzt auch keine Lust mehr, mich weiter mit diesen Wölfen anzulegen. Wir gehen jetzt hier einmal noch kurz eine Runde durch den Burggraben. Weil hier findet man auch noch allerlei nützliche Sachen. Waffen und so ein Kram. Das können wir dann auch noch verticken. Und gucken mal, dass wir uns so langsam dann hier einem Level up nähern. Und... Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ich habe gerade definitiv noch einen Wolf gehört. Ich dachte kurz, der springt jetzt hier rein. Aber doch nicht. Okay. Dann gehen wir hier weiter. Wie gesagt, dann boosten wir erstmal unsere Stärke. Holen uns eine größere Waffe. Wir kriegen dann auch noch ein bisschen Lebensenergie automatisch. So, könnten wir eigentlich hier unten auch reingehen? Könnten wir, ne? Da oben irgendwo ist Xardas Turm. Na gut, es ist in einer Ecke bis Xardas Turm. Aber wir gehen erstmal weiter hier. Einmal komplett durch den Burggraben durch quasi. Und erstmal Zeug holen. So kann man hier jetzt... Hier kann man doch normalerweise hoch. Ja, kann man. Wusste ich doch. So, weiter. Eigentlich findet man hier auch eine Axt, oder nicht? Hier gibt es eigentlich eine Axt in dem Graben. Wenn ich nicht total neben der Spur bin. Okay, da unten sind auch noch Feldräuber. Ey, hier ist ja was los, du. Ich habe ganz vergessen, wie... nutzerfreundlich Gothic ist, ja? Hier gibt's halt immer Ufe Fresse, Leute. Das müsst ihr euch merken. Hier wird dir nichts geschenkt in diesem Spiel. Das haben auch viele von euch ja in die Kommentare... Ah, da drüben ist die Axt. Das haben ja viele von euch auch in die Kommentare geschrieben. Das, Gothic ist halt wirklich kein einfaches Spiel. Aber das ist auch gut so.
Weil diese ganzen einfachen Spiele... Weiß nicht. Oh Gott, Goblins. Ich laufe einfach mal weiter. Hier ist noch ein rostiges Schwert. Das können wir halt alles verkaufen, ne? Das sind jetzt nicht unbedingt Sachen, wo man sagt, jo, geil, hast du was Wertvolles gefunden? Aber man kann es halt verticken, ne? Und dann wird man das Zeug los. Das ist schon mal gut. So, wir gucken jetzt nämlich mal. Wir haben hier vorne nämlich noch einen Händler, mit dem wir reden können. Von dem wir auch die Zustimmung brauchen. Beziehungsweise einen Jäger ist das. Warte mal, das ist... Das hier ist der Jäger. Dem reden wir mal kurz. Willkommen in meinem Laden, Fremder. Ich bin Bosper. Ich baue Bögen und handle mit Fellen. Was treibt dich nach Korinis? Jäger zu werden wäre halt auch eine Option. Damit kann man eigentlich auch mal ganz gut Geld machen. Aber Schmied ist besser. Ich suche Arbeit. Ich könnte einen neuen Lehrling gebrauchen. Ein Vorgänger hat gerade vor 2 Tagen seinen Job an den Nagel gehängt. Verstehst du denn was vom Jagen? Ich weiß gar nicht, warum er sich so. Ich könnte dir beibringen, wie man Tieren das Fell abzieht. Ich zahle gut für jedes Fell, das du mir bringst. Ich weiß langsam. Das stimmt halt auch, ne? Man kann halt durch das Jagen auch sehr viel Geld verdienen. Aber dadurch hast du halt keine Waffen, ne? Man hat halt keine Waffen. Ja, was ist denn, wenn ich bei einem anderen Meister anfangen will? Unsinn. Arad und Matteo haben schon Lehrlinge. Konstantino, der Alchemist, ist ein Eigenbrötler. Er hat schon seit Jahren keinen Lehrling mehr angenommen. Und was Torben betrifft, jeder weiß, dass er kein Geld hat. Er könnte dich vermutlich nicht mal bezahlen. Ich hingegen brauche dringend einen Lehrling. Und ich zahle auch gut. Aber egal, bei wem du anfangen willst, du brauchst die Zustimmung aller anderen Meister aus der Unterstadt. Tja. So, und wie bekomme ich die Zustimmung von Bosper? Bekomme ich deine Zustimmung, um bei einem der anderen Meister anzufangen? Nun gut, ich werde zustimmen. Aber unter einer Bedingung. Arbeite wenigstens eine kurze Zeit lang für mich. Dann kannst du mit Sicherheit sagen, ob dir mein Handwerk liegt oder nicht. Und wer weiß, vielleicht gefällt es dir am Ende ja und du bleibst bei mir. Wenn du gut genug bist, um bei mir anzufahren, bist du auch gut genug für alle anderen hier. Ah, okay. Was soll ich denn für dich machen? Was soll ich für dich machen? Ich werde dir beibringen, wie man Tieren das Fell abzieht. Und du besorgst mir, sagen wir, ein 50 Wolfsfelle. Dann weiß ich, dass du dein Handwerk beherrschst. Wenn du dafür nicht ewig brauchst und die Fälle einigermaßen in Ordnung sind, kannst du von mir aus bei mir anfangen. Oder bei einem der anderen Meister, wenn du unbedingt willst. Ich bin mir da nicht so sicher. Tja, okay. Okay, dann lernen wir jetzt, wie man Tieren das Fell abzieht. Das brauchen wir jetzt halt. Bring mir bei, wie man Tieren das Fell abzieht. Gut. Hör zu. Es ist im Grunde ganz einfach. Du nimmst eine scharfe Klinge und schneidest dem Vieh den Bauch auf. Noch ein paar kleine Schnitte an den Innenseiten der Beine und dann kannst du es abziehen. Bring mir die Wolfsfelle und wir sehen weiter. Ja, alles klar. Gut. Das Problem ist halt, erstmal an Wolfsfälle zu kommen, ist halt auch so ein Ding, ne? Wir gucken mal kurz bei Bosper noch in die Waren rein. Der hat hier, das sind schon heftige Bögen, die der hier verkauft, Alter. Den Ring der Geschicklichkeit, ein Geschicklichkeitsbonus wäre fett. Den Ledergürtel hier könnten wir uns eigentlich kaufen. Anleitung zur Herstellung einer Trollrüstung. Nice. Okay, aber wir verticken jetzt erstmal Zeug hier. Und zwar das rostige Schwert weg. Die Nagelkeule weg. Dolch weg. Degen weg. Mit dem Degen werde ich eh nicht kämpfen. Ich hasse Degen. Mag ich nicht. Da kämpfe ich lieber mit einer rostigen Axt. Ja, schön stumpf, immer rein in den Kopf. Das ist gut. So, wir bräuchten sowieso nur ein paar Stärkepunkte, um den rostigen Zweihänder zu nehmen, was ja dann auch nice wäre. So, wir haben jetzt 200 Gold. Wir verkaufen noch einen rostigen Zweihänder, eine rostige Axt. Gut. Den Thronschlüssel brauchen wir natürlich. Den Hammer brauche ich später auch noch. Die Säge verkaufen wir, den Ring verkaufen wir. Die Goldbrocken verkaufen wir. Die Fackel verkaufen wir. Sumpfkraut brauche ich nicht. Und die Stängel-Sumpfkraut brauche ich auch nicht. Der Gürtel kostet 250, den kann ich mir immer noch nicht leisten. Gut, den holen wir uns später. Okay, Ende. Gut, den Gürtel besorgen wir uns auf jeden Fall. Gürtel sind auf jeden Fall nicht verkehrt. Und wir haben... Warte mal, wir haben 30 Stärke, wir haben 30 Geschick. Ich brauche halt wirklich nur noch 5 Stärkepunkte. Und dann
kann ich bereits den rostigen Zweihänder nehmen, was auf jeden Fall eine bessere Waffe ist, wie dieses Drecksschwert, was wir momentan haben. Guck mal. Das rostige Schwert, okay, gut, es sind 10 Schadenspunkte Unterschied. Es macht wirklich nicht viel aus. Reden wir noch mit Matteo. Was kann ich für dich tun? So, was verkaufst du, Matteo? Oder was weißt du über die Paladine? Fangen wir mal so an. Was weißt du über Paladine? Seit die Kerle in der Stadt sind, habe ich nichts als Ärger. Als ich letztens ins obere Viertel wollte, halten mich doch glatt die Wachen auf und fragen mich, was ich da zu suchen habe. Und? Natürlich haben sie mich reingelassen. Ich habe meinen Laden schon in der Stadt gehabt, da haben die meisten von diesen Wichtigtouren noch mit Holzschwertern Schweine gejagt. Und gestern kommen die Mistkerle zu mir und beschlagnahmen die Hälfte meiner Ware. Die Hälfte deiner Waren? Okay. Die Paladine haben deine Ware beschlagnahmt? Alles, was ich bei mir im Hinterhof gelagert hatte. Sie haben einfach eine Wache vorm Hofeingang platziert. Wenn ich Glück habe, nehmen sie nicht alles mit. Zumindest die Rüstungen werden sie wohl dalassen. Okay. Können wir ihm nicht irgendwie helfen? Kannst du mir helfen, ins obere Viertel zu kommen? Was? Was willst du denn da? Ich habe eine wichtige Nachricht. So, so. Hast du schon versucht, an den Wachen vorbeizukommen? Ich glaube, den Versuch kann ich mir sparen. Da hast du vermutlich recht. Ich weiß ja nicht, wie wichtig deine Nachricht ist. Und es geht mich auch wohl nichts an. Aber selbst wenn du ihnen erzählen wolltest, dass im Hafen gerade ein Schiff voller Orks anlegt, würden sie dich wegschicken, weil sie ihre Befehle haben. Ja, das stimmt natürlich. Also, kannst du mir helfen oder nicht? Also kannst du mir jetzt helfen, ins obere Viertel zu kommen? Scheint dir ja echt wichtig zu sein. Die Frage ist, wie wichtig ist es dir? Wie meinst du das? Ich kann dir schon helfen. Immerhin bin ich einer der einflussreichsten Leute hier. Aber das hat seinen Preis. Tja. Wie genau kannst du mir helfen? Ganz einfach. Ich werde meinen Einfluss dafür einsetzen, dass du bei einem der Handwerksmeister hier als Lehrling aufgenommen wirst. Als solcher bist du praktisch Bürger der Stadt und kommst ins obere Viertel. Außerdem verdienst du noch was dabei. Das ist wohl wahr. So. Okay. Und was verlangst du für deine Hilfe, Matteo? Was verlangst du für deine Hilfe? 100 Goldstücke. 100 Goldstücke? Das ist aber eine verdammte Menge. Reg dich ab. Es ist ja nicht dein Gold, das ich im Sinn habe. Sondern? Im Grunde ist es mein Gold. Gritta, die Nichte des Tischlers, hat seit Ewigkeiten ihre Schulden bei mir nicht bezahlt. Aber die kleine Göre rennt ständig in neuen Kleidern rum. Das heißt, sie hat das Geld. Ich würde es ja aus ihr rausprügeln, aber Meister Torben, der Tischler, ist auch ein sehr einflussreicher Mann. Beschaff mir das Geld und ich werde dir helfen. Ja, okay, okay. Gut, das kriegen wir hin. Ich glaube nur, wir müssen uns erst die Zustimmung von dem Tischlermeister holen, bevor wir uns das Gold von seiner Nichte holen. Ansonsten gibt das, glaube ich, einen Ripp. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber, Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Auf unserem Weg, einen Beruf in Gothic 2 zu erlernen. Wir sehen uns dann. Macht's gut und bis dahin.